Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu No More Heroes 3 mit mir, dem Shining. Ja, bei der letzten Aufnahmesession hatte ich sehr viel Fun. Ab dieser habe ich auch Internet. Ich habe bisher keine Kommentare gelesen. Habe ich das nur so gefühlt, hat sich aufgegangen. Nee, jetzt bewegt der Mannequin sich wieder. So. Wir haben einen Job. Und der ist nicht auf die Fresse fliegen, wie wir es in jedem anderen Part machen. Das habe ich euch nur testweise gezeigt. Ja. Testweise. Ich habe das definitiv mit Absicht gemacht. Ich bin mit Absicht einen Kilometer geflogen. So, hier soll ich hin. Hier seht ihr, das war schon wieder mit Absicht, definitiv. Ich weiß nicht, was ihr gesehen habt. So, hier muss ich einmal hin. Und ich muss nach Perfect World, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich hätte es jetzt cool gefunden, hätte ich noch so ein Minispiel gehabt. Ja, ich fahre über die Autobahn. Ui, ich fliege über die Autobahn, wollte ich sagen. Okay, einen vorgesehenen Kampf zum Ausprobieren. Ich soll zu den vorgesehenen Kämpfen hingehen und natürlich dort auch mich kloppen. Aber natürlich will ich auch diese Fragezeichen mir einmal angucken. Außerdem muss ich mein Lieblingsminispiel spielen, das hier irgendwo stattfindet. Welche Taste war nochmal die zum Ab... das war die Taste zum Aussteigen. Einen Sushi lernen. Sind die jetzt endlich auf Deutsch? Lag es nur daran, dass ich kein Internet hatte und die waren deswegen auf Spanisch, oder? Ja, nur weil ich kein Internet hatte. Ich habe das nämlich heute updaten müssen. Jetzt sprechen die wenigstens endlich meine Sprache. So, mal hier in den Park gucken. Vielleicht ist hier ja ein komisches Insekt. Ja, da ist es. Da, 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 da. Ich habe einen schwarzen Skorpion. Der wird so lecker schmecken. Ich würde das nicht anfassen. Okay, da ist irgend so ein komischer Heini und ein Kampf, wenn ich es richtig sehe. Ah, endlich. Endlich kann man es mal lesen. Und natürlich nehme ich das an. Es gibt nichts, was ich lieber den langen Tag tue, als mit dem Pömpel in der Toilette rumzustochern. Wenn das einer mithört, der denkt sich sonst was. Also ihr müsst bedenken, ich bin in einer Wohnsiedlung hier. Man kann teilweise hören, was ich sage. Und wenn die jetzt sowas mitbekommen, denken die sich auch nur, Junge, bei dem läuft. Ja! Ja. Warum kriege ich eigentlich immer Kinoflyer dafür? Naja. Machen wir mal Story weiter. Den Kampf kann ich mir auch später antun. Ah, war's. Okay, dann müssen wir jetzt keinen weiteren Unfall bauen. Beiseite. Danke. Man kann so leicht aufs Maul fliegen.
So, weiter. Weiter. Ohne Unfall. Ohne Unfall. Ja. Irgendwann schaffe ich es auch mal ohne. Ey, komm, Junge. Jetzt war ich aber wirklich sanft. Jetzt wiederum nicht mehr. Ich will das X hier noch mit... Ach, das X, das Fragezeichen noch mitnehmen. So, hier ist irgendwo ein Fragezeichen hinter der Mauer. Ach so, ist ein Kampf. Okay. Wir müssen eh hier irgendwo hin. Und uns einen vorgesehenen Kampf stellen. Da ist was. Da läuft was. Dich krieg ich. Du entkommst mir nicht. Komm her. Der sieht so geil aus, der Skorpion. Ich glaube, ich muss auf die andere Seite. Aber hey, ich habe zumindest einen Skorpion mitgehen lassen. Hallo, ich wollte in die andere Richtung driften. So, hier muss ich hin. Hallo, ich bin sogar extra vorher abgesprungen. Leute, ich habe einen Führerschein, ne? Bevor irgendeiner fragt. Scotty, beam mich hoch! Mal wieder. Oh, die sehen aber neu aus. Diversity. Wenn seine Schilder aktiv sind, wird dein Laserkatana abgelenkt. Ziele bei deinen Angriffen auf den dunklen Nebel. Ja, gut. Euch mach ich alle. Zuallererst trete ich dir ins Gesicht. Ah, okay. Nicht dagegen schlagen. Oh, ich hab Henshin. Tschüss. Wusste nicht, dass ich Henshin bereit habe, aber ich hab Henshin bereit gehabt. Aua. Aua. Dich mach ich zuerst platt. Aua. Wenn du mich nicht zuerst platt machst. So, tschüss. Bisschen Utopia-Geld. So, jetzt kann ich dich zersäbeln. Dreck doch! Autsch. Okay, du wolltest es nicht anders. Pam. Ah, okay, das war's schon. Ich hab nur ultra verkackt eigentlich. Nebenbei, wenn man den Schwierigkeitsgrad auf Beta durchspielt, dann gibt es noch einen weiteren Schwierigkeitsgrad, den man danach freischaltet. Den werde ich aber nicht auf YouTube bringen, den werde ich auf Twitch bringen, den werde ich dann da livestreamen. So, geschafft. Und ich muss mehrere solcher Kämpfe schaffen. Verdammte Axt! Ich wäre nach einem Kampf fertig. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass hier ein Skorpion rumgammelt. Eigentlich hier drüber? Ja. Komm. Hier gammelt doch bestimmt ein Skorpion. Den nehme ich mit. Sag ich doch. Was? Oh, ich darf offenbar nicht von vorne kommen. Hallo, Scoppy, wo bist du? Kleiner Kumpel. Ich will dich ganz sanft mitnehmen. Ich will dir nichts Böses. Ich
glaube, ich muss wann anders nochmal wiederkommen. Aber ich kann mir merken, hier unten am Hafen ist ein Skorpion, den ich mitnehmen kann. Aus dem Weg! Schauwagen! Ach, shit. Da ist mein Schicksal! Das hat Vorrang! Ich glaube, ab sofort skippe ich die Toiletten. Obwohl, schreibt mir es in die Kommentare, ob ich die Toiletten skippen soll. Hier mache ich es auf jeden Fall jetzt einmal. So. Das klang so pervers. Jo, geschafft. Wieder Schicksal erfüllt. Das macht doch alle glücklich. Wenn ich die Toiletten säuber, die dadurch wieder verfügbar werden. Da muss ich noch einen Kampf. Ich kann mir ja generell mal die Karte hier angucken. Da kann ich Rasenmähen, T-Shirt-Alien, eine Verteidigungsmission, davon habe ich hier drei. Da ist auch noch ein T-Shirt-Alien. Denk mal, jetzt kann ich auch hier ein Fast verwenden. Ja, jetzt habe ich hier eine Schnellreise hin. Okay. Dann machen wir jetzt die hier. Und wieder ein neuer Gegner. Chesthole. Töte dich vor seinen Sniper-Angriffen. Im Nahkampf ist er dagegen Minen. Also weiche den Minen aus und ran. Okay, der darf nicht zum Fernkampf kommen. Den muss ich zuerst umnieten. So, den mache ich alle. Aua. So, ich reich platt. Tschüss. Einer weniger. Der hier ist eh fast alle. Kann ich ihn auch genauso gut umbringen. Und das Schöne ist, ich kann mich mit dem Kick direkt in ihr Gesicht teleportieren. Nice. Rang B. Ich bin mir sicher, dass ich mir mit diesen Sachen so Chips herstellen kann, wie zum Beispiel Techniken oder Verbesserungen, aber momentan geht das irgendwie noch nicht. Ich werde mal gucken, ob der Skorpion jetzt wieder zurück ist. Oh, ich habe was erhalten. Ist hier unten zufällig ein Skorpi? Nein. Ich gucke jetzt einmal, ob der zurück ist. Weil in der Theorie müsste er ja eigentlich irgendwann zurückkommen. Ja, da ist er. Von hinten. So, hab dich. Und ein weiterer Skorpion in meiner Frühstückküche. In meiner Insektenküche, wollte ich sagen. Verdammt! Mann! Nie mehr verspreche ich mich! Nito! Ich muss noch da hinten. Nein! Autsch. Bitte hau nicht ab. Bitte sieh mich nicht vor allem Ding. Hab ihn gerade so nämlich gesehen. Da drin ist bestimmt auch einer. Zuerst im vorhergesehenen Kampf.
mach sowieso auch jede Mission hier einmal. So, hier ist irgendwo ein vorgesehener. Komm, wir machen einfach am Ende der Reihe. Da hinten kann ich Rasen mähen. Das ist vor allen Dingen wichtig. Ich habe perfekt eingeparkt. Egal, was jeder von euch sagt. Das ist perfekt geparkt. Frau Polizistin. Möchtest du meine Gesinnung prüfen? Habe ich ein Fünkchen Güte in meinem Herzen? Kurz hineinschauen. Nein! Mähe das Gras, bevor die Zeit abläuft. Der Rasenmäher fährt automatisch vorwärts. Drücke zum Gleiten R. ZL kannst du rückwärts fahren. Beim Rückwärtsfahren kannst du mit R wieder vorwärtsfahren schalten. Okay, ich soll einfach das Gras mähen. Mit R gebe ich Gas. So, das nehme ich mit. So, das geht doch easy. So, einfach durch. Das mitnehmen. Und finish. Easy. Yeah. Und wieder den Tag Grete. Ich komm, das war S. Ich hab rang Gold. Okay, höher als Gold geht dann offenbar nicht. Oder ich bin scheiße. Neues Level freigeschaltet. Was heißt das? Weiß ich nach wie vor nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich diese Chips alle mache. So, was willst du denn von mir? Wenn du insgesamt 25 mal Death Skills, habe ich so viel schon benutzt? Nein. And we're off. So gut bin ich leider wohl auch nicht gewesen. Ich wollte einen zu früh abbiegen. Kann ich den Zaun umnehmen? Nein. Shit. Man muss ja auch mal Sachen testen. So, da ist wieder Scotty wie mich rauf. Haben wir auch eben noch. Hey, ich wurde diesmal geportet. Und wen haben wir jetzt vor uns? Leopardon. Hoffen wir, es kannst du deinen Deathglove nicht mehr. Ach so, der macht einfach nur, dass ich Techniken nicht nutzen kann. Sweet Bloodlust. Pam. Strawberry. Was ist denn das? Keine Ahnung, aber ich hab's kaputt gemacht. Gern treffen! Komm! Der will sich nicht treffen lassen. Ja, ich hab ihn. Zack.
Du hast eine Barriere? Aua. Aua. Der will jetzt wahrscheinlich wieder auf mich snipen. So, diesmal ich alle. Scheiße, mein Schwert ist alle. Ich hab gerade einfach einen Würfel nach mir geworfen. Lass mich doch wenigstens aufstehen. Zack. Und tschüss. Okay, die Viecher sind heftiger. Die können mir noch richtig auf den Nerv gehen. Ich war gerade mal Rang C. Ich hab mich richtig beschissen angestellt. Naja. Ich würde sagen, wir haben für einen Tag genug geleistet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.